Hello, hello, hello. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. So, mal schauen. Heute mit einer anderen Technik hier live. Mal gucken, ob das klappt. Wenn du mich schon siehst, schreib mir mal gern rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Oh ja, das klappt ja. Perfekt, Zuschauer habe ich auch schon. Wunderbar. Sehr schön. Okay, perfekt. Wunderbar. Herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Training. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, heute mit einem ganz spannenden Thema, wie du dein Jahreseinkommen zum Monatseinkommen machst und dein Herz und deine Seele vor Freude dabei hüpfen. Was für ein spannendes, herausforderndes Thema vielleicht. Oder was für eine Challenge, die ich mir früher auch nie, nie, nie vorstellen konnte. Wie soll das gehen? Jahreseinkommen, das Jahreseinkommen zum Monatseinkommen zu machen. Wenn ich das so auf der Seite, wo du jetzt hockst und mir lauschst, früher, als ich noch im öffentlichen Dienst war und mich da im Hamsterrad gefangen fühlte, sowas gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie machen die das? Wie sollten das gehen? Ja, kann ja gar nicht funktionieren. Und wer braucht denn auch so viel Geld oder solche Dinge? Ja, das sind alles so Dinge, die mir da auch durch den Kopf gegangen sind. Und wenn es in der Richtung auch in dir denkt, dann bist du hier genau richtig. Vielleicht geht es dir ja so, dass du schon auch ganz viele Ausbildungen gemacht hast, Kurse, Zertifikate hast, Zertifikate, mit denen du gefühlt so eine ganze Wand zukleistern könntest. Du hast schon viele Bücher gelesen. Du hast schon mit einem Vision Board gearbeitet, mit einer Zielcollage. Hast schon gefühlt tausendmal dir neue Ziele gesteckt und stellst doch immer wieder fest, dass du es nicht erreichst. Hast gefühlt tausend Talente, Ideen. Weißt vielleicht deshalb überhaupt nicht, wo anfangen. Oder hast auch überhaupt schon ganz vieles ausprobiert, was nicht funktioniert hat oder mehr recht als schlecht funktioniert hat. Und du bist vielleicht sogar schon kurz davor, wieder aufzugeben. Und dennoch hast du das Gefühl, dass jetzt der Druck auch von außen, in dieser besonderen Zeitqualität, die wir gerade haben, immer größer wird und die Sprache deiner Seele, diese innere Stimme, immer stärker wird und er sagt, hey, jetzt mach endlich, jetzt starte doch endlich mal durch. Jetzt begib dich doch endlich mal auf den Weg deines Herzens. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du sitzt jetzt gerade so tief, um es mal so auszudrücken, im Tal und deine Seele und dein Körper signalisieren dir ganz deutliche, mit ganz deutlicher Sprache, es ist Zeit jetzt, in Form von Disharmonien, in Form von körperlichen Signalen. Und da Achtung, das merke ich immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, wie wir auch da dazu geneigt sind, uns zu sagen, naja, ich sitze halt 8 Stunden am Schreibtisch, da ist es normal, dass ich Schulter-Nackenprobleme habe, dass hier alles verspannt ist. Ich mache halt dies oder jenes, dann ist es normal, dass ich Kreuzschmerzen habe. Oder es ist halt normal, dass ich mal Probleme mit meinen Gelenken habe oder was auch immer. Das ist halt einfach mit zunehmendem Passalter so. Das sind alles auch Sätze, die wir glauben, weil wir es vom Umfeld oder von wem auch immer mal gehört haben. Ich kann mich so gut erinnern, als ich so, das ist ja jetzt schon einige Jahre schon her, so auf die 50 zuging und das Umfeld mir dann so gesagt hat, ja, dann geht's immer, dann kommen immer mehr Wehwehchen in dein Leben und dann wird es immer schwieriger und damit und damit und damit und damit. Und ich habe immer gedacht, nein, will ich das glauben, dass ich da körperliche Herausforderungen habe, wenn ich
vom Passhalter her. Ich habe so einen interessanten Glaubenssatz mir irgendwann mal eingepflanzt. Die Kinder werden älter, ich werde jünger. Klar, vom Passalter her, logisch ist das nicht so. Nur wenn ich natürlich das, was das Außen mir erzählt, glaube, dann wird das auch so sein. Es steht schon in der Bibel geschrieben, ich gehöre zwar keiner Kirche an, aber in der Bibel steht schon geschrieben, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Und so ist es nicht nur mit den Signalen, die die Seele über deinen Körper dir schickt oder uns schickt, mir auch zuhauf geschickt hat, in Form von Disharmonien, dass ich doch bitte meinen Weg korrigiere. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, liebe Seele, hast jetzt genug gefroren, ich habe genug gefroren im übertragenen Sinne, ich lausche jetzt auf dich und begib mich wirklich auf den Weg meines Herzens, dem Grund, warum ich überhaupt hier bin. Dieser Lebensaufgabe, dieser Mission, die ich in so einem unsichtbaren Rucksack, die jeder von uns, auch du in einem unsichtbaren Rucksack mitgebracht hast. Mein Anliegen ist es da einfach, die Menschen aus dieser Art Dauerhypnose nicht herauszuholen, sondern sie zu begleiten, daraus zu holen. Ich kann niemanden aus dieser Art von Dauerhypnose, wie ich das immer gerne nenne, wo man einfach glaubt, das ist halt so, es ist jetzt nicht mehr möglich, das Leben ist halt so. Also diese ganzen Glaubenssätze unterstütze, da rauszukommen. Und vielleicht geht es dir ja so, dass du das Gefühl hast, so kann es einfach nicht weitergehen. Da muss es auch mal für dich einen leichteren Weg geben. Und du möchtest einen besseren Rahmen für, ja, wie sagt man so schön, für die berufliche Laufbahn deiner Kinder sein, aber nicht im Sinne von, wie wir das alle gelernt haben, Schulsystem durchlaufen, dann mal gucken, mit welcher Ausbildung oder mit welchem Studium kann ich mich da irgendwie arrangieren, wie kann ich mich mit dem Leben arrangieren und ja, mit einem gewissen monatlichen Einkommen über die Runden kommen, um dann irgendwann in Rente zu gehen, um dann anzufangen zu leben. Vielleicht hast du ja das Gefühl, dass du deinen Kindern, weil das war bei mir auch so, mal das Vorbild sein möchtest, weil die Kinder ahmen uns immer nach, dass du eigentlich sein möchtest, nämlich dass auch sie ihrem Herzen folgen und den Weg ihres Herzens gehen. Ja? So, mal schauen, klappt das hier mit der Übertragung? Ja, sehr schön, wunderbar. Wer ist denn dabei? Melanie ist dabei. Wunderschönen guten Morgen. Barbara, wunderschönen guten Morgen. Die Ulrike ist mit dabei. Die Janina, die Sonja, sehr schön. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe eben von den Glaubenssätzen gesprochen. Glaubenssätze sind ja nichts anderes als Sätze, die wir glauben. Und wir sprechen heute Morgen ja auch ein bisschen über das liebe Thema Geld. Es gab Zeiten in meinem Leben, ich bin ja jetzt auf dem Weg hier inzwischen schon seit 18 Jahren unterwegs, habe angefangen mit klassischen Praxisräumen, mit Seminaren, bis ich dann später in den Online-Bereich gewechselt bin, weil ich einfach frei und ortsunabhängig leben wollte, habe nach 30 Jahren öffentlichem Dienst Kündigung eingereicht, ohne Abfindung, ohne auch überhaupt Energie darauf zu verwenden, ja, dass mir noch jemand eine Abfindung zahlt. Ich wollte einfach raus. Ich habe mir einfach gesagt, das Leben findet jetzt statt und nicht erst in 4, 5 Jahren, wenn ich dann mal Vorruhestand oder sowas hätte in Anspruch nehmen können. Und da gab es tatsächlich Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, ich habe jetzt schon so vieles geändert, in die Heilung gebracht und bin schon so sehr auf dem Weg meines Herzens angekommen. Aber ob das mit dem lieben Thema Geld in diesem Leben hier noch funktioniert, da gab es tatsächlich Zeiten, wo ich es angezweifelt habe. Und das ist auch der Grund, warum ich so viele da draußen beobachtet hatte, wenn die dann von fünfstelligen, sechsstelligen Monatsumsätzen gesprochen haben, ich gedacht habe, wie geht das? Kann doch nicht sein, dass sowas überhaupt möglich ist. Und wir haben jetzt,
Das würde ich dir auch mal noch gern so mit auf den Weg geben. Wir haben jetzt schon Oktober. Oktober war bei mir früher auch schon so ein bisschen, vielleicht geht es dir ja auch so, zu der Zeitpunkt, wo ich schon wieder so angefangen habe, so ganz ein bisschen zurückzublicken auf die letzten Monate, auf das Jahr. Und habe schon wieder so ein bisschen angefangen zu überlegen, was habe ich denn dieses Jahr wirklich geändert? Bin ich wirklich einen Schritt weitergekommen? Was habe ich denn alles schon versucht? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Und meist war es so, dass ich zwar vieles ausprobiert hatte, aber dennoch das Gefühl hatte, ich schippere auf dem See in so einem Boot, guck hier ein bisschen, guck da ein bisschen, probiere da ein bisschen was aus, mach da ein bisschen was. Aber wirklich an dem rettenden Ufer, wie ich es gerne nenne, angekommen, also in dem Leben, wie ich es für mich, für die Familie, für meinen Mann, für die Kinder, für uns alle haben wollte, da war ich letzten Endes meilenweit davon entfernt. Warum? Weil ich einfach mir ganz, ganz lange auch die Geschichte erzählt habe, ich schaffe das alleine. Und so viele da draußen beobachtet hatte und einfach versucht hatte, ja, was nachzumachen, auszuprobieren, immer nur auszuprobieren. Und das kann natürlich nie zu dem Resultat führen, wie wenn ich eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung habe. Wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der mich da abholt, und diese Entscheidung habe ich damals auch getroffen, kurz vor meiner Kündigung, die mich abgeholt haben, da wo ich gestanden habe und eine genau mit mir abgestimmte Strategie, Schritt-für-Schritt-Anleitung, die zu mir gepasst hat. Natürlich musste ich umsetzen. Das waren nur meine Wegbegleiter. Und das war letzten Endes, auch letzten Endes tatsächlich der Weg dahin, wo ich hin wollte, nämlich in das freie Leben. Ich bringe dir ein Beispiel dazu. Damit das auch mal ein bisschen deutlicher wird, du hörst das bestimmt jetzt nicht zum ersten Mal, wie wichtig es ist, jemanden an seiner Seite zu haben, wie viel einfacher es ist, als wenn man es einfach immer alleine versucht. Und währenddessen geschieht nämlich Folgendes. Aus der Vergangenheit, Prägungen, Themen, es kann alles geändert werden. Es kann alles gelöst werden. Inzwischen allerdings ohne viel in der Vergangenheit rumzuwühlen, sondern der Weg ist das Ziel, auf dem Weg dahin, was aufkommt an Themen, an Prägungen zu lösen. Und du hörst bestimmt auch zum allerersten Mal, begib dich in die Energie, in das Umfeld von Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest, weil nur die können dir den Weg zeigen. Stell dir mal vor, du bist noch Raucherin oder Raucher bis eben. Und du versuchst aufzuhören zu rauchen. Dein ganzes Umfeld raucht aber. Wie viel schwieriger ist es dann für dich, tatsächlich aufzuhören zu rauchen? Und wie viel leichter machst du es dir, wenn du beginnst, dich in ein Umfeld zu begeben, wo niemand raucht? Warum? Weil dort einfach eine andere Energie herrscht. Weil du da nicht noch gegen diese Energie des Rauchens in dem Falle ankämpfen musst und zusätzlich Energie verschwenden musst und zusätzlich mit dir selbst kämpfst. Stecke ich mir jetzt eine Zigarette an oder stecke ich mir keine Zigarette an? Und genau so ist es auch, sobald du dich dafür entscheidest, wirklich auch die Wahl triffst. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich wirklich für mich, für mein Leben entscheide, so wie ich es haben will. Und dich dabei natürlich auch löst von all den Prägungen und Glaubenssätzen und Mustern und dich auch an Hand nehmen lässt, wie wir das früher ja auch in der Schule gelernt haben. Da hat der Lehrer uns auch an die Hand genommen und hat uns gezeigt, wie wir rechnen, wie wir schreiben lernen. Da sind wir auch nicht auf die Idee gekommen, uns das selbst beizubringen. Es wäre wünschenswert natürlich, und das Schulsystem ist in dieser besonderen Zeitqualität ja jetzt auch im Umbruch, dass wir ein anderes Schulsystem haben, wo wir uns diese Dinge auch beibringen, wie das Leben funktioniert, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit wirklich erschaffen und
welche Sätze, die wir glauben, dazu auch erforderlich sind, um da anzukommen. Das ist auch das goldene Zeitalter, in dem wir jetzt sind, und die besondere Zeitqualität. Da ist eine riesen, riesen Chance darin, jetzt wirklich zu beginnen, dein Leben selbstbestimmt zu leben. Weil ich glaube, eines ist die letzten Wochen und Monate mehr denn je klar geworden. Es gibt nur eine einzige Sicherheit. Und das ist die Sicherheit, die wir selbst in uns selbst auch finden. Unser Leben selbstbestimmt und frei zu gestalten. Und jeder von uns erschafft sich seine Lebenswirklichkeit selbst. Ganz wichtiger Aspekt, Realität entsteht immer, 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 immer von innen nach außen, niemals umgekehrt. Das sind Naturgesetze. Und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und jetzt kommen wir auch bei dem lieben Thema Geld an. Ich habe heute Morgen zufälligerweise ein schönes Zitat von Rockefeller, war es, glaube ich, gelesen. Ich kenne das Zitat, das war mir nur nicht mehr bewusst. Heute Morgen hat das Universum es mir wieder geschickt. Wer 8 Stunden arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. Wer 8 Stunden arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. Da rebelliert jetzt vielleicht der ein oder andere Kopf und sagt, naja, um auf der Couch zu hocken und das Geld regnen zu lassen, das kann ja auch nicht funktionieren. Natürlich funktioniert das nicht. Damit ist nur gemeint, wenn ich den üblichen Weg gehe, also Ausbildung, Studium, eine übliche Selbstständigkeit irgendwo im Sinne von selbst und ständig arbeiten, entsprechend meiner Ausbildung, die ich irgendwo gemacht habe, oder des Studiums, klassische Geschäftsräume irgendwo habe, ja, oder halt auch im Angestelltenverhältnis für die Ziele von anderen Menschen arbeite. Weil das ist nichts anderes. Im Angestelltenverhältnis arbeite ich immer für die Ziele des Unternehmens. Kann ich gar nicht für meine eigenen Ziele arbeiten. Das ist damit gemeint, wer 8 Stunden arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. Denn nur wenn wir beginnen, unser eigenes Ding zu machen, und ich habe die Woche so einen schönen Post gemacht, dein Leben, deine Regeln. Das ist damit gemeint, so eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Das ist eines meiner wichtigsten Glaubenssätze. Und das ist natürlich auch etwas, was auch ein bisschen triggert, so nach dem Motto, ja, wenn jeder ja machen würde, was er will, was für ein Chaos hätten wir dann hier? Das ist dieser Glaubenssatz, der damit ausgelöst wird. Nur stell dir mal für eine Sekunde vor, wenn wir uns mal alle jetzt hier für eine Sekunde oder für eine Minute vorstellen, wenn wirklich jeder auf dieser Welt von jetzt auf gleich absolut mit sich im Reinen wäre, genau wüsste, warum er oder sie hier ist, dem Ruf seines Herzens folgen würde, sein eigenes Ding machen würde. Was für eine Welt hätten wir dann? Hätten wir dann wirklich noch Chaos? Oder hätten wir dann tatsächlich hier den Frieden, nach denen sich die meisten von uns auch sehnen? Dieser Frieden und diese, ich nenne es jetzt mal heile Welt, mit all dem, was es dazu braucht, das fängt bei jedem selbst an. Das fängt nicht da draußen an. Das fängt bei jedem selbst an, indem jeder selbst auch beginnt, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Selbst, das heißt, selbstbestimmt und frei zu leben. Das heißt auch Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Das heißt, auch dem Ruf der Seele tatsächlich zu folgen. Und das heißt natürlich auch, sich von den Sätzen zu verabschieden, dass das Leben grausam ist, dass das Leben kein Ponyhof ist, dass das Leben eine harte Schule ist, dass das Leben mühselig ist, dass das Leben anstrengend ist, dass das Leben unfair ist. Solange ich das glaube und solange ich das aussende, wird sich nichts ändern. Das Universum sagt immer, die Universumskellnerin, wie ich sie gerne nenne, dein Wunsch ist mir Befehl. Und das Universum liefert einfach.
die Universumskellnerin, die nimmt jeden Abend, so kannst du dir das vorstellen, deine Bestellung auf, was du bestellt hast, wo überwiegend deine Gedanken waren. Wenn du tagsüber überwiegend gedacht hast, das Leben ist grausam, das Leben ist hart, das Leben ist eine harte Schule, das ist halt normal, dass ich heute mal wieder Rückenprobleme habe, das ist normal, dass ich regelmäßig mal Kopfschmerzen habe, das ist normal, dass das. Hinterfrag das mal, was wäre, wenn es nicht normal wäre? Was wäre, wenn es normal wäre, wirklich jeden Tag hellwach, topfit und voll guter Energie in den neuen Tag zu starten? So wie wir das als Kinder ja auch alle gemacht haben. Was wäre, wenn das das Normal wäre? Wenn das die neuen Sätze wären, die du glaubst? Und im Hinblick auf Geld, habe ich ja eben schon gesagt, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich habe schon so vieles in meinem Leben geändert, aber ob ich das mit der Geldenergie auch noch geändert bekomme in diesem Leben, da habe ich lange dran gezweifelt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Monate es später war, nach meiner Kündigung, wo ich dann tatsächlich mich voll auf ganz auf das fokussiert hatte, wirklich voll und ganz dem Ruf meiner Seele gefolgt bin. Habe ich irgendwann mal Monatsabschluss gemacht und habe nochmal gerechnet und nochmal gerechnet und nochmal gerechnet und nochmal addiert. Ich weiß nicht, wie oft, ich konnte es nicht glauben. Und hatte plötzlich 64.000 Euro Umsatz gemacht in einem Monat. Und es war so normal und ist auch so normal geblieben. Es ist einfach das neue Normal. Was wäre, wenn es für dich jetzt auch eine Möglichkeit gäbe, wenn du dich dafür entscheidest und dich dafür öffnest, ich gebe dir gleich noch Schritte dazu anhand, tatsächlich dein Jahreseinkommen zum Monatseinkommen zu machen, was würde das alles ändern? Wie viel mehr könntest du da tatsächlich für die Welt, für deine Familie, für das Umfeld, für die Welt überhaupt der Beitrag sein, den du eigentlich sein möchtest, soziale Projekte unterstützen? Vielleicht Mitbegründer von neuen Schulsystemen sein, was ja jetzt, wenn du noch Kinder hast, dich vielleicht gerade beschäftigst. Nur solange wir natürlich das Geld ablehnen und glauben, dass das Geld knapp ist, dass es immer irgendwie reicht, dass es normal ist, Einschränkungen zu haben, dass ich halt Zeit gegen Geld noch tauschen muss, dass es noch der Sinn meiner Arbeit ist, dass ich mich einfach noch ja, eine Weile unfrei fühlen muss, sprich morgens irgendwo hingehen muss, des Geldes wegen, was jetzt nicht heißt, dass du kündigen sollst, sondern ich würde niemandem empfehlen, jetzt von jetzt auf gleich ins kalte Wasser zu springen, sondern sich nebenbei einfach etwas Stabiles aufzubauen, um dem Ruf dann der Seele zu folgen. Und dann ist irgendwann der Zeitpunkt da, wo du ja auch sagst, gut, jetzt verdiene ich mit dem, was mich wirklich ausmacht, was wirklich mein Ding ist, was meinem Herzensanliegen wirklich entspricht, so viel mehr jeden Monat. Jetzt kann ich mal drüber nachdenken, mache ich das andere auch noch oder mache ich jetzt wirklich nur die Dinge, die mir Spaß machen? Vielleicht hast du den Satz schon mal gehört, Geld folgt immer der Freude. Geld folgt immer der Freude. Solange wir aber glauben, dass das war zwar nie einer meiner Glaubenssätze, aber ich höre es immer mal wieder, dass Geld eine schlechte, zerstörerische Erfindung des Menschen ist, dass es alles im Leben ist und Mangelware ist. Solange steht die Universumskellnerin auch da und nimmt deine Bestellung abends auf und liefert mehr davon. Das heißt, diese ganzen Sätze, die tief im Unbewussten verborgen sind, die gilt es zu wandeln, aber nicht auf dem Weg, dass du dich jetzt die nächsten Jahre, keine Ahnung, die nächsten Wochen, Monate, Jahre nur mit diesen Sätzen beschäftigst, um die zu lösen, weil dann geschieht auch etwas, dass das Leben an einem vorbeizieht, sondern fokussiert dir mal darüber klar wirst, wie genau willst du leben? Wie genau schaut denn dein Tag aus?
Wie genau willst du dich tagsüber fühlen? Mit welchen Menschen willst du dich umgeben? Wo genau willst du leben? Und vor allem auch an erster Stelle dich selbst setzt, dich und dein Leben und dein Business, das, was dir dann eben auch die Geldenergie dazu bringt, damit integrierst. Und das ist auch damit gemeint, sobald du dem Ruf deiner Seele folgst, brauchst du nie wieder zu arbeiten. Weil du dann letzten Endes die Dinge machst, die dir wirklich Freude bereiten, die dir wirklich am Herzen liegen, weil du dann viel mehr du selbst bist, nämlich das machst, was dir selbst entspricht. Und dann vor allem nach vorne schaust und aufhörst zurückzuschauen, wie beim Auto, wenn du, ich höre jetzt gerade hier ein Auto vorbeifahren, wie beim Auto, da schaust du ja auch nicht in den Rückspiegel, da kommst du an der nächsten Mauer an, da wirst du nie weit kommen. Du darfst nach vorne schauen, du darfst das Ziel vor Augen haben. Wenn du von München nach Hamburg fährst, hast du Hamburg als Ziel. Und dann kennst du auch den ganzen Weg nicht bis nach Hamburg, aber du fährst immer so weit, ganz genau, glasklar mit dem Ziel Hamburg. Wo kommst du an? Du wirst in Hamburg ankommen. Wenn wir aber kein klares Ziel haben, da geht's hin und immer wieder da was ausprobieren und da was ausprobieren, dann kann das nicht funktionieren. Dann können wir nie in dem Leben ankommen mit all den Dingen, die wir gerne wirklich haben möchten. Und auch mit der Geldenergie, die es dazu braucht, dass du dir dein freies Leben so gestaltest, wie du es wirklich möchtest. Und im Hinblick auf diese, ich habe ebenso diese Krankheitssymptome, diese Disharmonien erwähnt, wo die Seele eine ganz klare Sprache mit uns spricht, korrigier deinen Weg. Egal auf welchem, in welchem körperlichen Bereich. Auch da sind wir dazu geneigt, und das heißt jetzt nicht, ich möchte niemandem davon abhalten, zum Arzt zu gehen, sich durchchecken zu lassen oder was auch immer. Ich spreche jetzt nur von meinen Gedanken, von meiner Herangehensweise. Wenn mein Körper mir mal Signale schickt, kommuniziere ich mit dem Körper und frage, welche Botschaft verbirgt sich dahinter. Und da haben wir aber auch einfach gelernt, auch wiederum die Verantwortung abzugeben an eine außenstehende Person, die uns sagen soll, was fehlt. Dabei hat unser Körper eine so enorme Weisheit in sich, der zeigt dir ganz genau den Weg, den du gehen solltest. Das sind die Botschaften der Seele, die der Körper uns dir schickt. Egal in welchem Bereich. Egal in welchem Bereich. Es gibt so ein schönes Sprichwort, wo die Seele zu dem Körper sagt, geh du vor, auf mich hört er nicht. Mit er ist der Mensch gemeint. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören. Der Mensch. Aber auch da sind wir dazu geneigt, diese Botschaften nicht so wahr und ernst zu nehmen. Und dann wird die Seele immer kreativer und schickt uns immer mehr Botschaften. Das ist, oder wenn ich an meine früheren Zeiten denke, wo ich dann noch mal beim Arzt war, ist viele, viele Jahre her, so Anfang 20, und wo ich auch ein Thema mit Depressionen und Burnout hatte. Burnout, den Begriff kannte man da nicht. Aber wie sehr hatte mein Arzt mir damals ans Herz gelegt, Psychopharmaka zu schlucken. Und ich habe immer gedacht, nee, das sprengt meine Vorstellungskraft, wenn ich da eine Pille reingebe. Wie soll das meine Situation ändern? Wie soll das meine Depressivität verändern? Das deckelt es ja nur. Ich will herausfinden, was in meinem Gehirn vorgeht, warum ich so depressiv bin. Ich will herausfinden, warum ich immer Magenschmerzen habe. Ich will herausfinden, warum ich Ischias-Probleme habe. Warum die Hexe mich des Öfteren küsst und ich nicht mal gerade gehen kann und solche Dinge. Und das war für mich vergleichbar. Ich gebe da auch da gern mal ein Bild, metaphorisches Bild mit auf den Weg, wie wenn im Auto die Ölkontrollleuchte angeht und ich mache da einfach ein Pflaster drauf.
dass ich das rote Lämpchen nicht mehr sehe und fahre weiter. Die Ursache ist damit nicht bekämpft, sondern nur das Symptom ist überklebt. Und darum geht es auch, die Botschaften der Seele zu erkennen und aufzuhören, sich gleichzeitig die Geschichten zu erzählen, das Leben ist halt so, weil. Tralala, ich will gar nicht mal die ganzen Glaubenssätze hier wiederholen, um dir nicht vielleicht noch einen einzupflanzen, den du bis eben nicht kanntest. Lass selbst die Glaubenssätze in dir, die du bis eben glaubst. Und alles, 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 was wir uns ausreden, dass etwas jetzt nicht geht, weil, dass es jetzt schwierig ist, dass ich jetzt zu alt bin dazu, dass es jetzt nicht geht, weil die Kinder erstmal noch den Schulabschluss machen müssen, dass ich jetzt mich erstmal noch um meinen Körper kümmern muss, weil, keine Ahnung, ich jetzt so energielos gerade bin oder mich so erschöpft und depressiv fühle, erst noch dies und jenes machen muss. Dass ich nicht den richtigen Partner an meiner Seite habe. Oder dass es ja viel leichter wäre, wenn ich überhaupt einen Partner an meiner Seite habe. Oder dass es leichter wäre, wenn ich keinen Partner an meiner Seite habe. Du merkst schon, wie interessant, kreativ unser Kopf unser Geschichten erzählt. Beobachte dich mal, was es da alles in dir denkt, was da alles in dir aufkommt. Das sind alles Geschichten, mit denen wir uns selbst das Leben ausreden, das eigentlich möglich für uns wäre. Und umgekehrt können wir uns auch ganz genau das Gleiche machen, indem wir uns die Dinge einreden, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Alles, was wir uns ausreden, können wir uns auch einreden. Mit anderen Worten, da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, die Dinge, die wir tagsüber überwiegend denken. Unsere Gedanken sind nicht nichts, das, was wir ins universelle Feld raussenden. Die Universumskellnerin nimmt abends auf, was hat sie überwiegend gedacht, was hat sie überwiegend bestellt und liefert das. Davon produzieren wir einfach mehr. Und wie wäre es bei den ganzen Gedanken, die es in dir denkt, beobachte dich da mal. Wenn du gleich mal in diesem Zwiegespräch, es gibt ja so diese unvorstellbare Zahl, 60.000 Gedanken etwa, denken wir jeden Tag. Als du heute Morgen aufgewacht bist, du hast noch nicht richtig die Augen aufgemacht. Und schon hat doch irgendwas angefangen in uns zu denken. Und das ist auch eines der größten Challenges, der größten Herausforderungen für die meisten Menschen. Und deshalb scheitern auch so viele Menschen daran, zu beginnen, die eigenen Gedanken zu denken, um sich damit das Leben so zu erschaffen, wie man selbst wirklich haben möchte. Wie innen, so außen. Und solange wir glauben und uns die Geschichte erzählen, warum etwas nicht funktioniert, das Universum sagt, okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Sobald du beginnst, dir die Geschichten zu erzählen, warum es gerade jetzt für dich möglich ist und wie kannst du das am besten, indem du dich tatsächlich beobachtest, was es den ganzen Tag in dir denkt. Und dich fragst, Gegenfrage, was, wenn es doch möglich ist? Was, wenn ich es mir jetzt doch ermöglichen kann? Wie kann es jetzt möglich sein? Was ist jetzt der nächste Schritt dazu? Also solche Fragen stellen. Wie kann es möglich sein? Was ist jetzt sonst noch möglich? Damit öffnest du dich den Möglichkeiten. Solange du aber dich mit der Frage beschäftigst, warum ist das so und so, wirst du niemals eine gescheite Antwort drauf bekommen. Wirst du niemals einen Schritt weiterkommen. Und schon gar nicht, wenn wir die Schuld an andere abgeben. An die familiäre Situation, an die Situation da draußen, wie sie gerade ist, egal an wen im Außen. Sobald wir die Verantwortung abgeben ins Außen, sind wir nicht wirklich bei uns selbst, ist es uns nicht möglich, ein wirklich freies, selbstbestimmtes Leben uns zu erschaffen. So, was habe ich gemacht? Auf dem Weg, tatsächlich ein Jahreseinkommen zum Monatseinkommen zu machen,
in das freie Leben zu starten, das freie Leben mir zu gestalten, für mich, für die Familie. Ich habe im ersten Schritt herausgefunden, wie genau mein Leben wirklich sein soll. Fernab von jeglichen Ansichten, was wäre, wenn alles auch nur eine interessante Ansicht wäre? Fernab von jeglichen Ansichten, dass etwas nicht funktionieren kann. Ich weiß noch so schön, da hatte ich im Saarland, wir haben da so eine Theke, Frühstückstheke, habe ich da gehockt und habe da mal aufgeschrieben, mein idealer Tag. Was hat mein Kopf rebelliert, als da stand, dass ich morgens mit meinem Schatz erstmal aufwache, erstmal am Strand einen Spaziergang mache, zurückkomme, ein leckeres Frühstück vorbereitet ist und wir dann erstmal gemeinsam frühstücken, so ganz langsam gemächlich in den Tag starten und dann mal schauen, ja, was dann ansteht und Freude, Spaß und Leichtigkeit tagsüber haben, um abends den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Und auf einen wunderbar erfüllten Tag zurückzublicken, in erster Linie mich da aufzuhalten, wo es warm ist, wo ich ins Meer hüpfen kann, wo Sonne, Strand da sind, wo ich auch auf natürliche Art und Weise für meine Gesundheit, auf eine andere Art und Weise meinen Körper unterstützen kann, im Hinblick auf Vitamin D-Bildung und, im Hinblick auf frische Ernährung. Mein Kopf hat rebelliert und hat mir ständig versucht zu erzählen, wie sollten das funktionieren? Aber da war die andere Instanz, das Herz, die Seele, die mir gesagt haben, jetzt mach's trotzdem mal. Mein Mentor hat ja gesagt, mach das und dann machst du es jetzt einfach mal. Und dann kann ich dir eins sagen, wenn du auf dem Weg dich wirklich mit diesen Dingen, und zwar fast ausschließlich mit diesen Dingen in deinem Leben beschäftigst, und ja, zunächst gilt es natürlich mal ein bisschen zweigleisig zu fahren. Ich war ja auch von den 18 Jahren, in denen ich jetzt in der Richtung unterwegs bin, ja, war ich ja auch 9, 10 Jahre zweigleisig unterwegs. Warum? Weil ich mir viel zu lange auch die Geschichte erzählt habe. Ich krieg's alleine hin. Ich hätte viel, viel früher können, natürlich in das andere Leben durchstarten. Aber du musst ja jetzt nicht die gleichen Fehler machen, wie ich sie gemacht habe. Deshalb bist du ja hier. Wobei war ich? Bei meiner Vorstellung von meinem idealen Leben. Und wie schnell ist es letzten Endes zur Lebenswirklichkeit geworden? Warum? Weil ich angefangen habe, andere Dinge beim Universum zu bestellen. Weil ich angefangen habe, daraus resultierend anders zu handeln. Weil ich angefangen habe, daraus wirklich dem Ruf meiner Seele zu folgen und die Klarheit zu bekommen, was ist meine Lebensaufgabe? Was entspricht wirklich meinem Seelenplan? Was ist wirklich meine Mission? Die Ziele, über die wir eben gesprochen haben. Das ist die Vision. Aber was ist wirklich meine Mission? Warum bin ich hier? Frauen, Männern, wunderbaren Menschen wie dir dabei zu helfen, auch ihre Mission zu finden, auch dem Ruf der Seele zu folgen. Und alles, was da aufgekommen ist, auf dem Weg an Blockaden, an Prägungen, an Hindernissen, die wie manchmal gefühlt wie Berge vor mir lagen. Manchmal waren es kleinere Steine, manchmal waren es Steinchen, manchmal waren es so riesen Brocken, wo ich gedacht habe, wie soll ich das jetzt beiseite räumen? Und das war das Wertvolle, warum das damals für mich die beste Entscheidung war, mich wirklich begleiten zu lassen und auch bis heute mehrere Mentoren an meiner Seite habe, je nachdem, für welchen Bereich ich gerade eine Unterstützung brauche. Das ist etwas, was alles verändert hat. Und ganz, ganz wichtig, ich glaube, auch du hast ganz viele Talente, du hast ganz viele Fähigkeiten, du hast ganz viele Begabungen, du hast ganz viele Interessen. Du bist sehr wahrnehmend, du bist sehr feinfühlig. Vielleicht bezeichnest du dich sogar als sensibel oder auch sogar als hochsensibel. Und das ist so das Ding, warum du. Und warum das mir auch früher so schwer gefallen ist, das eine Ding herauszufinden, was wirklich mich, in dem Falle was dich ausmacht
Und all deine Talente, Fähigkeiten, Interessen, Begabungen, alles das, was dich wirklich ausmacht, zu einem wunderbaren Ganzen zusammenzufügen und so dann dem Ruf deiner Seele zu folgen, um dann letzten Endes wirklich frei und selbstbestimmt zu leben. Deine Botschaft, die du in dir trägst, die du mitgebracht hast, mit der Welt da draußen zu teilen, einen Mehrwert zu erschaffen, einen wirklichen Mehrwert. Das ist nämlich das, was dich ausmacht. Was hast du mitgebracht als Wert, wo du nur bis eben, aufgrund von der ganzen Geschichte, die bis eben, bis gestern, bis vorgestern war, dir aber die Geschichte erzählst, es geht jetzt nicht, weil was so sehr an deinem Selbstwert, an deinem Selbstbewusstsein, an deinem bewussten Sein, an deinem So-Sein, wie du eigentlich bist, genagt hast, dass so viele Schleier über dir sind und du bis eben vielleicht sogar dabei bist, zu resignieren. Ergibt das Sinn für dich, wirklich die Themen, die dich bis eben daran hindern, zu lösen, die Klarheit zu bekommen, was wirklich deiner Lebensaufgabe entspricht, was wirklich deine Mission ist? Alles, was auf dem Weg dahin aufkommt, an Blockaden, an Themen, an Prägungen, die zu lösen, dem Ruf deiner Seele zu folgen und all deine Talente und Fähigkeiten, die du mitgebracht hast, deine Kreativität, alles das, was in dir verschüttet ist bis eben, mal wieder ans Licht zu bringen. Ich habe das früher, so bin ich auch mit dem Namen gestartet, mentalen Gesundheitspraxis, Kraftquelle selbst, weil in jedem von uns, auch in dir, sprudelt eine enorme Kraftquelle, die einfach nur ans Licht möchte. Das Potenzial ist in dir angelegt. Du darfst dich nur dafür entscheiden. Und das ist auch die Riesenchance in der jetzigen Zeitqualität, die wir haben. Wirklich zu beginnen, dein eigenes Ding zu machen. Wirklich zu erkennen, dass du selbst fernab von äußerer Umstände, fernab von Regelungen, die im Außen sind, das heißt nicht, dass es darum geht, Regeln zu brechen. Aber es gibt immer, immer, immer Möglichkeiten, sich seine eigenen Regeln zu erschaffen. Die gibt es immer, weil niemand hat bei mir morgens in der Küche gestanden, mir die Pistole an den Kopf gehalten, um es mal so auszudrücken, du gehst jetzt ins Büro, du musst jetzt dahin gehen. Es war eine freiwillige Entscheidung von mir. Ich habe mir die Geschichte viele Jahre erzählt, es geht halt nicht anders. Aber es stand niemand da, der mir die Pistole an den Kopf gesetzt hat, du musst das jetzt machen. Kommt das rüber, dass letzten Endes wirklich alles eine Entscheidung ist? Gib mir mal ein Herzlein oder schenk mir mal ein Ja, damit ich weiß, dass ich dich erreiche. Janina schreibt, geniale Vorstellung, sehr schön. Die Dora, das ist der Unterschied, angestellt sein und seiner Berufung nachgehen. Ja, sehr schön. Janina, absolut, so sehe ich das auch. Das sind auch meine Erfahrungen mittlerweile. Sehr, sehr schön. Ich wohne in Zypern. Yes, genau. Das kommt rüber, Melanie, danke. Ich entscheide mich dafür, mein eigenes Ding zu machen. Jawohl, liebe Dora. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Oh ja, mich hat morgens auch noch niemand ins Büro geprügelt. Genau, es ist so. Es ist nur die Geschichte, die wir uns erzählen. Es ist alles immer nur die Geschichte, die wir uns erzählen. Es geht jetzt nicht weil, weil, weil. Und nochmal, egal was bis gestern war, egal was du bis gestern ausprobiert hast, bis vorgestern getan hast und egal wie viel, das ist auch so etwas, was ich nur zu gut von mir kenne. Egal wie viel Geld du schon investiert hast, um
rauszukommen aus dem Hamsterrad, um rauszukommen aus der Tretmühle, wie auch immer du das nennst, um rauszukommen, ich habe das bei mir auch manchmal gern so als goldenen Käfig bezeichnet. Weil ich habe eigentlich schon gut verdient im öffentlichen Dienst und trotzdem hatte ich aber nie Geld. Und das Geld war nie an meiner Seite. Nicht, weil ich es zum Fenster rausgeworfen habe oder irgendwelche Markenklamotten oder Dinge gekauft habe. Es war kaum da, schon war es wieder weg. Und wenn mal ein bisschen mehr geflossen ist, keine Ahnung, auf der unbewussten Ebene habe ich dafür gesorgt, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Dann war plötzlich der Kühlschrank kaputt, dann war die Spülmaschine kaputt, dann war eine Reparatur am Auto, dann war es dies oder jenes. Geld war immer wieder weg. Warum? Weil auf der unbewussten Ebene einfach so viel Themen in mir verborgen waren, die das Geld dazu gebracht haben, wieder gleich zu verschwinden. Weil ich es nicht geliebt habe. Wir haben zu nichts und niemandem ein so unheilsameres Verhältnis als zu dem lieben Thema Geld. Und das Geld ist doch einfach da. Das Geld ist einfach da. Das Geld ist wie, das ist einfach da. Wo steht geschrieben, dass es nicht zu dir fließen möchte? Wo steht geschrieben, dass auch du nicht heute die Entscheidung treffen kannst, okay, ich öffne mich jetzt mir selbst gegenüber, entdecke mein wahres Potenzial, begib mich wirklich auf den Weg meines Herzens, erkenne wirklich meine Mission, das in mir verborgen ist. Und egal wie viel ich bislang auch schon investiert habe, jede Investition, ich weiß nicht, wie viel du schon in dich investiert hast und ich weiß auch nicht schon, was du alles schon probiert hast. Wahrscheinlich schon gefühlt 1000 Dinge. Vielleicht hast du schon auch sechsstellige Beträge in der Vergangenheit in dich investiert. Jeder einzelne Schritt hat die Tür ein bisschen aufgemacht. Und jetzt kannst du dir die Geschichte erzählen, auch das ist eine Geschichte, und kannst es dir ausreden. Ich habe jetzt schon so und so viel Geld in mich investiert. Ich habe schon so und so viel ausprobiert. Das hat alles nichts gebracht. Jetzt ist mal Schluss. Jetzt muss. Dann bleibt die Tür nur einen Spalt offen. Genauso gut kannst du sagen, okay, bis hierhin hat es die Türen weit geöffnet. Vielleicht sogar schon ein bisschen mehr, als ich es bis eben glaube. Und jetzt fehlt noch der allerletzte Schwung, um in diesem Jahr. Jetzt zum Beispiel Oktober, November, Dezember, dieses Jahr, die letzten 3 Monate, in diesem Jahr noch zu nutzen, um die Tür ganz aufzumachen. Jetzt investiere ich noch einmal in mich, jetzt gehe ich da durch, um 2022 wirklich das Jahr meines Lebens zu machen und wirklich dort anzukommen, wo ich wirklich hin möchte. Auch das ist eine Entscheidung. Und du hörst wahrscheinlich jetzt zum allerersten Mal von mir, dass es dazu auch die Möglichkeit gibt, mal ein Beratungsgespräch ja, auch zu nutzen. Und auch da kannst du dir die Geschichte erzählen. Ich habe schon so viele Gespräche geführt, wie soll mich das noch weiterbringen? Ich habe jetzt keine Möglichkeit, in mich zu investieren. Weil, 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 weil. Auch das sind alles Geschichten. Was wäre, wenn wir in diesem Gespräch jetzt mal herausfinden würden, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich und mein Team dich begleiten können. Wenn tatsächlich die Geldenergie das größte Handicap ist, die dich bis eben noch davon hindert, wirklich dich mal längere Zeit begleiten zu lassen, dann holen wir dich da ab, wo du jetzt stehst und begleiten dich erstmal dabei, dass du dir mal erlaubst, die Geldenergie in dein Leben zu lassen, die es dazu braucht, um dann zum Beispiel im nächsten Schritt herauszufinden, was entspricht wirklich dir selbst, also in den anderen Bereich von der Akademie zu wechseln. Das sind alles Geschichten, die du dir erzählst, wo du es dir auf gewisse Art und Weise ausredest. Welche neue Wahl kannst du jetzt treffen, die du bis eben noch nicht getroffen hast, die jetzt wirklich diese Tür, die schon so ein Stück auf offen ist,
wo du schon so vieles probiert hast, wo das Universum, das Leben schon an deiner Seite ist, welche Entscheidung kannst du jetzt, heute, hier treffen, was für die letzten 3 Monate diesen Jahres die Tür noch weiter aufgehen lässt, um Ende des Jahres zurückzublicken und zu sagen, wow, die letzten 3 Monate, was für Quantensprünge habe ich gemacht? Jetzt bin ich da angekommen, wo ich wirklich hin möchte, wo ich hin wollte. Und jetzt geht es weiter und jetzt starte ich komplett durch in mein neues Leben. Wie viel mehr ist für dich da möglich? Dora schreibt noch, auch Mütter dürfen sich entwickeln. Ah nee, die Melanie hat das. Darf ich das meiner Mutter 65 vorschlagen? Ich hatte das Erstgespräch schon. Natürlich, liebe Dora, mit 66 fängt das Leben an. Schau mal, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass wir anfangen zu denken, ich bin jetzt 60, ich bin ja selbst Jahrgang 62. Dass ich irgendwann anfange zu denken, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt bin ich zu alt, oder mir hat die Woche jemand gesagt, die nächsten 5 Jahre muss ich auf jeden Fall noch durchhalten, weil ich würde ja Geld verlieren, wenn ich jetzt wirklich beginnen würde, mein eigenes Ding zu machen. Dann wäre die Rente ja weg. Dann würde ich ja, wenn ich jetzt noch 5 Jahre, die muss ich noch durchhalten, dann kriege ich so und so viel Rente. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gehen würde, dann kriege ich nur so und so viel Rente. Das sind Dinge, die waren nie in meinem Universum. Was juckt mich, wie viel Rente ich kriege, wenn ich es in der Hand habe, dem Ruf meiner Seele zu folgen? Und jetzt sind wir wieder bei dem Titel des heutigen Lives hier. Mein Jahreseinkommen zum Monatseinkommen zu machen, dass ich in einem Angestelltenverhältnis mit dem, was ich bislang gemacht habe, sowieso nie erreichen kann. Da ist der Fokus nur auf Mangelgedanken. Das Leben ist immer an unserer Seite. Das Geld möchte auch an unserer Seite sein. Das möchte auch an deiner Seite sein. Das möchte auch zu dir fließen. Nur solange wir es ausladen und sagen, ich hätte ja gern ein bisschen mehr, aber ich bin es ja nicht wert und ach nee, nicht zu viel in mein Leben kommen und. Sorry, wenn ich das jetzt hier ein bisschen überzogen vielleicht zeige, aber genauso habe ich früher ja da gestanden. Dann sagt das Geld und das Universum, okay, dein Hund ist mir Befehl, dann geht es halt nicht, dann bleibe ich halt weg. Dann gehe ich halt sonst wohin, wo ich mich eingeladen fühle, wo ich mich willkommen fühle. Es ist alles eine Form von Energie, alles. Auch du, auch wir sind Energiewesen. Wir haben diesen Körper, aber wir sind nicht dieser Körper. Wir sind unendlich große Wesen. Und diese unendlich große Wesen, die wir in Wahrheit sind, die brauchen kein Geld. Aber unser Körper braucht Geld. Und wir leben nun mal immer noch in einer materialistischen Welt. Da braucht es, und da ist auch Geld ein wunderbares Tauschmittel. Und um Projekte da draußen zu unterstützen, sei es Schulen zu gründen, andere Systeme zu gründen, Technologien, die da sind, die die Umwelt schonen oder Ressourcen oder was da sind. Da braucht es auch Geld, Energie, um das voranzutreiben, um sie ans Licht zu bringen. Um sie zur Lebenswirklichkeit werden zu lassen. Nur solange wir uns die Schranke zumachen und sagen und stolz drauf sind. Ich war früher teilweise auch stolz drauf, mit wie wenig Geld ich manchmal im Monat über die Runden kommen musste. Welchen Grund soll das Geld dann haben, zu uns zu fließen? Dora schreibt, mir geht es darum, dass sie endlich doch mal sich selbst leben kann. Sie hat immer nur anderes gemacht, was ihr überhaupt nicht entspricht. Ja, und dennoch gilt es,
auch für das Umfeld, nicht missionarisch unterwegs zu sein, Impulse zu schenken, Impulse zu geben, und dennoch darf jeder selbst natürlich entscheiden. Auch die Menschen, die einem so sehr am Herzen liegen. Geld verdirbt den Charakter. Auch nur ein interessanter Glaubenssatz. Geld ist einfach Geld wie ein Hammer. Ich kann einen Hammer holen, kann jemanden verletzen, ich kann aber einen Hammer holen und kann einen Nagel in die Wand hauen und ein wunderbares Gemälde, das den ganzen Raum erfüllt, an die Wand hängen. Der Hammer ist der Hammer und das Geld ist das Geld. Ihr Lieben, abschließender Appell. Welche Entscheidung kannst du heute für dich, für dein Leben, für die Welt da draußen, für deine Familie, für dich selbst, für deine Seele, für dein Herz wirklich treffen, die du bis eben noch nicht getroffen hast, die aber so vieles verändern würde, die das entsprechende Puzzle jetzt wäre, um die Tür ganz zu öffnen, um wirklich in dein freies Leben durchzustarten, um wirklich deine Mission nicht nur die absolute Klarheit zu bekommen, sondern sie auch zu leben. Bitte öffne dich dem Gedanken, dass niemand von uns, auch du nicht, hier bist, um zu arbeiten, um dich zu verbiegen, um Dinge zu machen, die dir mehr Energie rauben, als sie dir schenken, um das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen, um deine Seele dir Botschaften schicken zu lassen über den Körper oder was auch immer. Du bist mal hierher gekommen mit einem bis eben für dich unsichtbaren Rucksack, den es jetzt auszupacken gilt. Du bist hier mit einer ganz eigenen Mission und Einladung. Entscheide dich für dich. Triff neue Wahlen jetzt. Entscheide dich, für dein Leben. Entscheide dich dafür, das war auch etwas, was in mir mal aufkam, zu sagen, okay, weil ich ja nun auch schon mal vom Passalter her ein bisschen älter war, als ich wirklich mich auf den Weg meines Herzens begeben habe. Mein Satz war, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt und habe noch mein Leben so gelebt, wie ich es wirklich leben wollte. Hab noch meine Botschaft mit der Welt geteilt. Hab Millionen von Frauen dabei geholfen und auch ein paar Männern. Die Männer sind in der Akademie immer noch in der Minderzahl, aber sie kommen immer mehr. Dabei geholfen, aus dieser Art Dauerhypnose herauszukommen und wirklich selbstbestimmt und frei zu leben. Und jetzt kann ich wieder glücklich und erfüllt gehen und mal schauen, was das nächste Leben für mich bereithält. In der Palmblattbibliothek hat man mir mal gesagt, ich komme noch dreimal hierher. Und ich habe mir auch mal gesagt, die Dinge, die Botschaften, die Lektionen, die das Leben mir jetzt schickt, warum ich jetzt hier bin, ich weiß ja nicht, wie ich mich im nächsten Leben an das jetzige erinnern kann, auf eine andere Art und Weise, als was bis eben möglich ist, dann ist es doch eigentlich geschickt, wenn ich jetzt die Themen löse, jetzt meine Mission lebe, um dann im nächsten Leben mich ganz anderen Aufgaben hinzugeben, was auch immer es ist. Wenn ich doch jetzt schon mal die Informationen bekomme, die Möglichkeiten habe, das Allerallerbeste, und das würde ich dir auch gerne mit auf den Weg geben, zur allerallerbesten Version deiner selbst zu leben. Dafür bist du hier. Und du hast es verdient und du darfst es dir erlauben. Was ist jetzt sonst noch für dich möglich? Danke für dein Sein, danke für dein Dabeisein, für die Zeit und
Lass uns sprechen. Bis dahin. Ciao, ciao. Hab noch einen schönen Tag.